Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minigames. Wir spielen heute, ja, ein anderes Minigame. Letztes Mal war es Minecraft Jump Run und auch um da direkt mal vorweg das Ganze zu adressieren. Es wird außer diesem Jump and Run von Minecraft nichts anderes mit Minecraft auf dem Kanal geben. Sollten sich zu viele von der Minecraft-Zielgruppe hier auf den Kanal verirren, werde ich sogar überlegen, ob ich das Video wieder lösche. Weil das war nicht geplant und ich habe zwar im Video gesagt, dass ich überlege, diese PvP-Modi vielleicht mal zu machen, so Quick-Survival-Games und sowas. Aber ich glaube, wenn überhaupt, werde ich das eher im Stream machen. Und wenn ich das im Stream mache, weiß ich gar nicht mal, ob ich den Stream dann hier auf YouTube hochlade. Aber kommen wir zu dem Spiel, was ich heute spielen möchte. Und heute spielen wir Hearthstone Heroes of Warcraft. Jetzt fragt sich der ein oder andere sicherlich, was ist denn Hearthstone überhaupt? Hearthstone ist ein Online-Sammelkartenspiel aus dem Hause Blizzard. Sprich, es dreht sich um die Warcraft-Charaktere und ja. Das Ganze ist ein Multiplayer-Spiel hauptsächlich. Es gibt zwar auch Solo-Abenteuer, da ist gerade die nächste Erweiterung, glaube ich, rausgekommen. Aber es betrifft in der Hauptsache Mehrspieler-Modi. Das Ganze gibt es auf Windows und macOS, aber auch Touchscreen-basiert auf Windows Phone, sprich Windows Phone 8.1, glaube ich, und 8. Das Ganze gibt es auch auf Android-Tablets und bei iOS auf iPhones und iPads. Und das Ganze macht auch auf den Tablets sehr viel Spaß. Ist also schön, mal abends irgendwie auf der Couch eine Runde Hearthstone oder so zu spielen. So. Ja, und ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Ich setze mal gerade mal einen Timer. Wir spielen einfach mal ein Spielchen, eine Runde. Ja, man hat verschiedene Decks. Diese Decks sind basiert auf den Helden, die man hier sieht. Ich habe diverse Decks schon gespielt und auch sehr gemocht. Achso, vielleicht noch ganz kurz nebenbei, bevor wir das jetzt machen. Es gibt in dem Spiel neben Kartensammlungen, das heißt, man kriegt für gewonnene Spiele teilweise Karten. Die kann man dann hier nachgucken. Hat so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen wie das World of Warcraft Trading Card Game. Man kann sich dann hier ein eigenes Deck bauen und so. Möchte ich aber gar nicht gerade darauf eingehen eigentlich. Es gibt aber Daily Quests, mit denen man Ingame Gold farmen kann. Mit dem Ingame Gold kann man dann im Shop Sachen kaufen, ja. Wir haben also jetzt hier Sieg des Druiden oder Jägers, gewinnt 2 Spiele als Druide oder Jäger. Dann haben wir Sieg des Jägers oder Magiers, gewinnt 2 Spiele als Jäger oder Magier. Sieg des Paladins oder Priesters, gewinnt 2 Spiele als Paladin oder Priester. Ich würde sagen, wir nehmen den Jäger, der kommt nämlich hier 2-mal vor, dann hätte man direkt beide Daily Quests erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir nämlich in dieser Runde auf jeden Fall 2 Spiele. Und das Gold, was man dafür kriegt, man sieht hier, ich habe 240 Gold, kann man im Shop dann für Sachen ausgeben. Da hat man jetzt zum einen die Möglichkeit, sich so Booster-Packungen zu kaufen. Ähnlich wie man das auch von Yu-Gi-Oh! Etc. kennt. Da gibt es klassische Booster-Packages. Die kriegt man eine Packung für Gold. Und ab 2 Packungen könnte man dafür echt Geld bezahlen. Ja, das wird auch dann recht teuer. 60 Packungen, 62 Euro. Geht eigentlich, ne? 1 Euro pro Pack. Und dann gab es eine Erweiterung von Kartensets her. Das war Goblins gegen Gnome. Auch da sind die Preise genau dieselben. Bislang habe ich dafür allerdings nichts ausgegeben. Dann gibt es Abenteuer. Das ist einmal Naxxramas, also der Fluch von Naxxramas. Das ist ein Abenteuer. Da gab es den ersten Flügel, glaube ich, eine Zeit kostenlos. Und ab dem zweiten muss man das kaufen. Man kann jetzt hingehen, kann das ganze Abenteuer hier, also 4 Flügel, für 17,99 kaufen. Man kann aber auch an der Stelle, wo man das Abenteuer spielen kann, jeweils den Flügel gegen Gold freischalten. Also man ist nicht gezwungen, für das Geld echt Geld auszugeben. Für das Spiel, entschuldigt. Dann gibt es jetzt gerade rausgekommen, ich glaube gestern oder vorgestern, das Erweiterungspaket der Schwarzfels, das ist das zweite Abenteuer. Das ist ein bisschen teurer. Hatte ich ursprünglich überlegt, mir zu kaufen vorab.
habe ich aber nicht gemacht. Und dafür ist das Gold zum Beispiel gut. So, wir spielen aber jetzt gegen einen ebenbürtigen Gegner. Wir haben gesagt, wir nehmen das Jägerset. Ja, das ist auch das, was ich am wenigsten gespielt habe. Das könnte also ganz interessant werden. Aber wir können mal ein gewertetes Spiel machen, ne? Ja, wie gesagt, wir nehmen Rexa, das ist der Jäger in dem Spiel. Und machen ein gewertetes Spiel. Dann gucken wir mal, ob wir denn einen ebenbürtigen Gegner finden. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ruckel, ruckel. So, ich glaube, jetzt hat er was gefunden. Würdiger Gegner. Rexa gegen Valera. Ah, okay. Auf der Hut. So. Lass die Jagd beginnen. Das Spiel funktioniert auch wie Yu-Gi-Oh! Das heißt, wir haben jetzt eine Münze geworfen. Ich bin als erster dran. Ich habe die 1 gewürfelt. Wir kriegen jetzt hier eine Starthand. Und wir können jetzt bei der Starthand sagen, möchten wir eine Karte rausschmeißen oder wollen wir die alle behalten? Naja, als Starthand. Ich würde sagen, ich behalte die erstmal alle. Ich bin kein guter Hearthstone-Spieler, das heißt, wenn es da andere gibt, die das Spiel auch spielen und ihr Tipps habt, gerne her damit. Ich bin definitiv kein guter Hearthstone-Spieler. So, wir sehen jetzt hier unten haben wir Mana-Kristalle. Und in den Ecken von den Karten, ich bestätige mal den Zug, haben wir auch Mana-Kristalle. Das heißt, wir müssen so viele Mana-Kristalle wie oben in der Ecke der Karte stehen, müssen wir haben, um die Karte spielen zu können. Wir haben hier einen Sonderangriff. Den hat sie jetzt, glaube ich, sie hat eine Karte gespielt. Jede Karte hat besondere Fähigkeiten in der Regel. So, wir sehen jetzt, wir haben 2 Mana-Kristalle. Wir haben jetzt hier, das ist unsere Lebensenergie. Wir haben noch 27. Wir haben 2 Mana-Kristalle, damit könnten wir quasi dem Helden direkt Schaden zufügen. Sie hat sowas auch, ne, einen Dolch anlegen. So, wir haben jetzt 2 Mana-Kristalle, das heißt, wir könnten zum einen hier die gerade gezogene Karte den Waldwolf legen, dann haben die anderen Wildtiere plus einen Angriff, das ist eine Sonderfähigkeit. Der hat einen Angriffspunkt und einen Lebenspunkt. Er hier hat 3 Angriffspunkte, 2 Lebenspunkte, das heißt, den spielen wir jetzt mal aus. Das war's. In dem Zug, in dem eine Karte ausgespielt wird, kann man die Karte noch nicht benutzen, das ist hier in so einem Standby-Modus, außer es ist anders auf der Karte gekennzeichnet. Und ja, gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin kein guter Hearthstone-Spieler. Und wenn ihr da Tipps oder sowas habt, gerne her damit. Ich spiele es halt immer mal, wenn ich Lust habe. Lasst einen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Ja, gut. Das war jetzt eine Fluchkarte. Das heißt, damit habe ich den jetzt wieder auf der Hand zurück und habe den quasi umsonst ausgespielt. Gut. Er hier sieht eigentlich passend aus. Ja, er sieht passend aus. Er verursacht direkt, wenn wir ihn jetzt beschwören mit dem Kampfschrei, das ist der Schrei, den er macht, sobald wir ihn ausgespielt haben, verursacht er direkt einen Schaden. Das heißt, ich spiele den jetzt mal aus. Und entsichert. So, und damit haben wir jetzt einen Schaden dem Gegner zugefügt. Ja, Hearthstone-Spiele können sich ziehen. So, die Besonderheit an ihm ist jetzt, er hat Spott. Spott bedeutet, dass er angegriffen werden muss, bevor wir den Helden angreifen können. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Karte zerstören. Die Karten mit Spott haben meistens weniger Angriff, aber dafür mehr Lebensenergie. Das heißt, das sind quasi die Tanks in diesem Spiel. Und die müssen wir zuerst angreifen, bevor wir auf den Helden gehen können. So, wir haben jetzt mittlerweile 4 Kristalle. Das heißt, ich würde sagen, ich spiele jetzt auch eine Karte mit Spott aus. Hat doch Spott. Achso, befreundetes Ziel, alles klar. So, wir können jetzt mit ihm Feuer! Angreifen. Da er einen Angriffspunkt hat, kriegen wir einen Lebenspunkt abgezogen. Aber mit dem nächsten Schlag sind wir zwar beide tot, aber die Karte ist weg. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay. Okay.
da hat er jetzt unsere Karte zerstört. So, dann gucken wir mal. Okay, wir haben jetzt zweimal diesen Waldwolf auf der Hand. Spielen mal ihn aus. So, jetzt haben wir noch zwei Punkte übrig. Dann können wir noch ihn ausspielen. So, mit ihm greife ich jetzt ihn an. Er ist damit weg. Und dann beende ich den Zug. Machen wir, was er jetzt macht. Zug kann feindlich seinen Schaden. Oh. Nicht schlecht. Das war jetzt ein Fluch. Damit hat der die beiden links und rechts von sich angegriffen. Sehr schön. Nicht. Gut. Okay, der hat uns direkt angegriffen. So, wir sind jetzt bei 6. Ich spiele einfach mal die jetzt aus. So, und dann greifen wir schnell und stark zu ihn an. So, dadurch, dass die beiden hier jetzt plus einen Angriff für andere Wildtiere haben, haben die jetzt jeweils einen Angriff mehr. Er hat jetzt klugerweise... sie hatten zwei Angriffe mehr, weil noch er drauf lag und er hat dann auch noch Angriff dazu. Gut, das heißt, wir spielen jetzt am besten mal ihn hier aus. Was hat er? Ich lasse vielleicht diesem Diener plus einen Angriff. Okay. Wir machen ihn platt. Und greifen mit ihm einfach mal direkt den Helden an. Und dann gucken wir mal, was denn als nächstes passiert. Tretet bei oder sterbt. Oder beides. Bleibt am Diener plus zwei Angriff. Okay, damit ist der raus. Aber was er ja nicht weiß, wir haben ihn dann nochmal auf der Hand. Ach, das ist jetzt so schlimm. Ja. Er greift jetzt direkt an. Das ist das, was ich eben gesagt hatte. Sie kann einen Dolch anlegen und uns direkt angreifen. So, was wir jetzt machen, ist einmal ihn. Und dann nehmen wir ihn. Er hat Ansturm, das heißt, er kann direkt angreifen. Damit greifen wir den Helden einfach nochmal direkt an. So. Sie greift jetzt direkt uns an, damit ist das Schwein weg. Okay, wir haben noch 20 HP. 16. Das heißt, wir bräuchten jetzt mal noch mal was. Verlat an befreunden. Hahaha. So. Wir greifen jetzt erstmal ihn hier weg. Wir greifen den Helden damit noch mal an. Und dann haben wir unseren Zug beendet. So, er wird jetzt genau unseren Spot angreifen. Das war klar. Ja. Damit lebt aber unser Kernhund noch, der den Spot gerade hat. Was kriegen wir noch dazu? Ah, sehr schön. Ich habe ein riesiges Gewinn. Auf Sie gehen. Damit können wir auf Sie gehen. Und damit können wir auf Sie gehen. Und damit haben wir die Runde gewonnen. Ja. So schnell kann eine Runde vorbei sein. Ich hätte jetzt gerade eben eher gedacht, es sieht schlecht aus für uns.
Aber tatsächlich sah es doch dann ganz gut aus. Wir kriegen ein Level up. Und bekommen zur Belohnung noch Karten dazu. Durch das Level up. So, genau. Wir haben jetzt bei 2 Daily Quests, haben wir dann schon mal direkt das Ganze abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächstgewertete Spiel. Damit wir die Daily Quests heute noch abschließen können. Schauen wir mal, gegen wen wir jetzt antreten. Rexha gegen Thrall. Okay, wir treten also diesmal gegen den Schamanen an. Lass die Jagd beginnen. Und wir sind als Zweiter dran, das heißt, wir kriegen eine Karte mehr und können jetzt eine Karte mehr quasi direkt gucken. Ich würde sagen, ich bleib mal wieder bei der Kombi. Und wir kriegen noch eine Münze dazu. Mit der Münze können wir gegen 0 Mana-Kristalle noch einen Kristall für den Zug dazu kriegen. Sollte man halt geschickt einsetzen, wenn man es braucht. Brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, ich beschwöre erstmal den Waldwolf und beende damit den Zug. Thrall hat ein Totem und das wird zufällig beschworen. Das ist eine andere Heldenfähigkeit, die er hat. So. Könnten jetzt mit ihm hier Anstrom machen und könnten danach den weg. Haben wir sonst noch was? Da hätten wir einen Angriff mehr und da hätten wir Spott. Spott ist immer gut, das heißt, wir spielen erstmal die Karte aus, spielen die Spottkarte aus. Und greifen damit erstmal ihn an. Und dann beende ich erstmal den Zug. Gucken wir mal, was er macht. Er beschwört ein Totem. Er kriegt eine Spottschlange. Ja, das ist auch eine Besonderheit. Manche Gegner hinterlassen quasi Ableger dann, wenn sie getötet werden. Also manche Karten. Was nehmen wir? Ruft ein Eber herbei. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Legt euch nicht mit Zorn an! So, dann können wir noch angreifen. Wir können einmal ihn hier platt machen. Und damit er nicht so viele Karten auf seiner Seite sammelt, nehmen wir dann erstmal ihn dazu. Dann ist zwar unsere Karte weg. So, er beschwört wieder ein Totem. Das ist wieder die Schlange. Sehr zufällig. Ich weiß nicht, ob das Spiel bedingt, also gerade spielsituationsbedingt abhängig ist, was für ein Totem dabei rauskommt oder ob das an anderen Sachen liegt. Er hat sehr viele Lebenspunkte, dann beschwöre ich ihn erstmal mit drauf. So, wir können jetzt mit ihr das platt machen. Wir können mit dem Schwein ihn platt machen und können danach noch den Helden direkt angreifen. Sieht eigentlich erstmal schon mal wieder gut aus, aber das kann sich ganz schnell wenden. Okay, er hat einen Bär mit Spott. Und er kriegt dazu ein Verbrennungstotem. Okay, damit kann er auch angreifen. Verleiht einem befreundeten Wildtier Spott. Ich lass die Hunde. Machen wir erstmal das. Dann nehmen wir den Eber dazu. So, und jetzt können wir mit mehreren angreifen. Wir greifen erstmal ihn hier an, damit er weg ist. Wir greifen mit dem Eber ihn hier an. Und gehen mit den anderen übrig gebliebenen Karten auf den Gegner. Schauen wir, was er macht. Gewittersturm. Fügt einen feindlichen Gegenstand 2 Schaden zu. Okay, jetzt ist nur noch eine Karte übrig. Jemand den Arzt gerufen? So, er heilt sich und
kriegt wieder ein Spott-Totem. Alles klar. So, dann bestelle ich erstmal den hier wieder und noch den dazu. Und entferne ihn. Wie gesagt, das sieht im Moment erstmal wieder ganz gut aus, aber ob das auch dabei bleibt, das werden wir erst noch sehen. So, was macht er? Ich glaube, er ist sich noch nicht sicher. Das Blöde, was einem passiert in Hearthstone, ist häufig... Na, super. Das Blödeste, was einem in Hearthstone häufiger passiert, ist, dass die Gegner einfach leaven oder den Zug einfach verstreichen lassen. Kommt leider, leider oft vor. Habe ich auch bei Debitor auf dem Twitter-Profil letztens noch gelesen und kommentiert. Das kommt leider wirklich oft vor. So, wir machen ihn weg. Wir schießen ihn an und gehen nochmal direkt drauf. Und beenden dann erstmal den Zug. Ja, wie gesagt, habe ich bei Debitor letztens gelesen, es ist tatsächlich häufiger so, dass Gegner, wenn sie denken, das wird nichts mehr, sich keine Mühe mehr geben, sondern einfach den Zug verstreichen lassen oder einfach lieben. So, das ist jetzt nicht ganz so wild, was da gerade passiert ist. Er hat wieder mal seine Überladung da gemacht. So, was hat er jetzt? Ein Heiltotem. Bei allen befreundeten Dienern ein Leben wieder her. Und er macht das nächste zum... Naja, gut. Hat den nächsten von uns wieder zum Spott gemacht, quasi zum Frosch. Die Mehrfachschusskarte können wir erst ausspielen, wenn da auch zwei Gegner auf dem Feld sind. So, das tangiert uns erstmal hier nicht, das Totem, weil er hat ja sowieso nichts da. Und er, kann nur Diener damit heilen. Das heißt, es bringt ihm erstmal überhaupt nichts. Für Nasjata. Jetzt könnte das Ganze interessanter werden. Jetzt haben wir aber auch den Mehrfachschuss zur Möglichkeit. Den werden wir jetzt erstmal einsetzen. Damit sind die schon mal weg. Dann haben wir nochmal den Mehrfachschuss. Dann haben wir alle seine Diener weg und können nochmal direkt angreifen. Und wir beenden den Zug und gucken mal, was er denn als nächstes macht. Außer er gibt jetzt auf. Ja, das dann zu dem Thema. Er hat jetzt keinen Ausweg mehr gesehen und hat aufgegeben. Na, passt. Interessanterweise von der Zeit, die die Parts normalerweise werden, jetzt relativ gut. Aber ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben das nächste Level Up. Und ich habe das nächste Gold, denn zwei Daily Quests erledigt. Und weil wir drei Siege in dem Modus spielen, oder weil ich drei Siege insgesamt in dem Modus spielen jetzt habe, habe ich noch Gold dazugekriegt. Das heißt, ich habe jetzt 330. So, dann können wir mal gerade gucken. Hier bei den Solo-Abenteuern, was es denn kosten würde, wenn ich die nächsten Flügel... Achso, das sind die Herausforderungen. Da müssen wir hin. Die nächsten Flügel freischalten wollen würde. 700 Gold. Das heißt, das dauert ein bisschen, bis man das zusammenkriegt. Aber wenn man wirklich diese Sachen spielen will, dann kann man das machen. Wie gesagt, ich habe das schon mal gespielt. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier an der Stelle Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht wieder bei einer Runde Hearthstone, vielleicht auch bei Heroes of the Storm. Mal gucken, vielleicht werde ich Heroes of the Storm auch im Stream machen. Ich habe vor, jetzt ab und zu mal zu streamen, weil mein neues Audio-Interface, die Presonus Audiobox USB, ist da und die hört ihr jetzt auch hier in dem Video schon. Und der neue Mikrofonarm ist auch da, das heißt, ich habe jetzt alles zusammen, dass ich auch streamen kann. Ich werde das versuchen einzurichten, so schnell es geht. Und diese Minigames werde ich raushauen, wenn ich Lust dazu habe und immer mal zwischendurch. So hatte ich mir das eigentlich gedacht.
Aber ich möchte da keine ganze Let's Play-Serie draus machen. Also keine eigenständige Let's Play-Reihe für Hearthstone oder so. Ich will das nur machen, wenn ich wirklich Lust drauf habe und mich nicht gezwungen fühlen, da weiter aufzunehmen oder so. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!